zurück und da hatte er einen Frosch im Hals bei Gears of War Ultimate Edition. Ja, ja. Und der Rubli lacht. Grüße dich. Ja, ich bin zur Abwechslung auch mal wieder mit dabei. Ja, freut sich immer über den Schaden der anderen. Wundervoll. Nein, ich fand das einfach wunderbar formuliert. Da hatte er einen Frosch im Hals. Das klang einfach wirklich... Es klang fast so, als wenn das einstudiert war. Aber das war es eben nicht. Das fand ich schön. Das ist der Frosch, der war auf einmal da. Auch einfach die... Also ich finde, du machst echt gute Anmoderation teilweise. Das ist beneidenswert, weil ich bin nur so unkreativ. Mir fällt immer nichts ein und dann komme ich mit dem Standard. Ich weiß immer nicht, ob ich dir das abkaufen kann. Weißt du, ich hab den immer, ich dachte immer, du willst dann irgendwas. Irgendwas ist da verkehrt, wenn du auf einmal so nett zu mir bist. Wir nähern uns dem Haus, sind jetzt an der Treppe. Verstanden, wir treffen uns im Hof. Was geht da oben vor? Tja, hier sind ein paar bewaffnete Arschlöcher, die uns an den Kragen wollen. Barrett, Ende. Das Problem kenne ich. Mit den bewaffneten Arschlöchern, ne? Mhm. Also, wenn du nochmal einen Blick nach rechts markieren willst, ja. Riskieren willst, ist hübsch. Es ist. Gears of War hat ja generell so ein bisschen düstere und düsteres Setting, generell einfach. Was ja in Judgment so ein bisschen geändert wurde, was da nicht so gut ankam. Das heißt, du hast keine bunten Farben oder sowas. Ja. Passt halt einfach gut rein. Ist halt stimmig vom ganzen. Ja, in dieses Endzeit-Thema, genau. Dass halt die ganze Welt einfach so grau und fad ist. Sicherlich Leute, wie lange ist eigentlich der Judgment Day her, damit da hinten brennt immer noch ein Auto. Ja. Gut, Entschuldigung, ich bin wieder in der Realität gefangen. Da sind irgendwelche Schädel angebracht an der Stange oder so. Das sieht ein bisschen so aus. Ja. Die verfolgen dich noch, die Schädel auf den Spießen. Yeah, ja. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, deswegen. Das ist echt ein hartes Leben. Aufgeben. Nee. Oh shit, da kommen sie. Er hat gesagt, ich soll aufgeben. Ich glaube, er hat das tatsächlich gesagt, ja. Kennt mich aber schlecht. Ich habe einen Hirndefekt. Das Wort aufgeben kenne ich gar nicht. So, aber was ich kenne, ist Köpfe wegschießen, wenn er sich mal zeigt. Na gut, nee, die sind zu schnell für mich. Zu schnell für einen alten Mann. Ich mag das ganz gerne in Spielen, was sie ja häufig inzwischen schon integriert haben. Dass die nicht die gleiche Architektur haben und Körperstruktur wie viele Menschen. Dass die Schwachpunkte haben, die an anderen Stellen. What the fuck, Alter. Markus, ich muss dir was sagen. Er hat mir gerade seinen Arkorbogen in den Hintern gesteckt. Nicht jetzt! Oh, ich hab's überlebt, das ist ja kommt irgendwas Großes. Boah. Alter, kommt irgendwas ganz Großes. Geh mal ein bisschen schon nach unten. Puma. Ich habe schon lange keine Granaten mehr gefunden. Also am Anfang haben wir noch gesagt, wir setzen zu wenig Granaten ein, weil die ständig irgendwo rumliegen, aber in dem Fall... Ich habe es eingesetzt, brav, die ich hatte. Und wir haben den Job mehr als erfüllt. So, ich habe zwei gefunden, wie gesagt, aber mehr auch nicht. Also inzwischen sind Granaten schon durchaus eher knapp bei... Ja. Und ein Sniper. Schön. Ich glaube, den begrüße ich mal ganz kurz freundlich. Den heiße ich meiner Nachbarschaft willkommen. Den hast du gerade erledigt, verdammt. Ich dachte, ich lasse dich einfach mal. Ich dachte, vielleicht hast du noch einen gesehen, den ich noch nicht gesehen habe. Aber weißt du, ich bin halt, ich quatsch halt nicht so viel, ich handel halt, ne? Ja, mich auch. Da oben! Verdammt! Hört das denn nie auf? Zentrale, hier Delta, bitte sprechen. Ich registriere seismische Aktivitäten im Haus. Es könnten sich dort Lokustunnel befinden. Aha, verstanden, Anja. Wissen Bescheid. Oh, yeah, baby! Wie geht's, Ladies? Da drinnen sind Locust. Hier ist noch etwas. Ein Panzer hinter dem Haus. Jetzt kommen wir aus diesem Scheißloch raus. Nichts für ungut. Ja, ein Panzer. Nur funktioniert er nicht. Sagte doch, das kriege ich hin. Hör zu, wir haben nicht viel Zeit. Geh zurück und mach den Panzer klar. Wir gehen rein. Ja, falls du es auch nicht mitbekommen hast, das ist das Haus von Markus' Vater, ne? Ah, ne, doch, stimmt, doch, ich erinnere mich. Also, ich habe es vergessen gehabt inzwischen wieder, aber... ich muss mal ganz kurz kritisieren, ja? Also, ich finde die Stimme von dem Hauptcharakter von Markus, die passt ja wirklich gut zu ihm. Ja, so schöne, aber... tiefe Männchen... Aber die Synchro ist so scheiße. Ja. Ey, ja, okay, wir gehen rein.
so völlig, ich meine, das ist ein ganzer Satz, haben die dem Typen jeden Satz einzeln vor die Nase gelegt und der hat die alle einzeln ja, synchronisiert und dann haben sie die zusammengeschoben, oder? Also natürlich leider, wirklich bei sehr vielen Spielen immer der große Manko, die deutsche Synchronisation, ne? Aber ja. In dem Fall, es stimmt schon, ist sie wirklich unterirdisch, also ja. Es gibt selten Spiele, die wirklich richtig scheiß deutsche Synchro haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht, warum sich so viele immer beschweren, wenn es keine deutsche Synchro gibt, sondern nur deutschen Text. Weil lieber englische Synchro und deutschen Text als sowas wie hier. Absolut. Nee, gebe ich dir absolut recht. Oh, links neben Sie uns. Kommen aus dem Loch da! Mach es zu! Das Problem ist bei dem Spiel, wie kannst du den Joke, aus welchem Loch kommst du denn gekrochen, gar nicht bringen. Das ist ja eher. Ich tatsächlich aus Richtung gekommen, weißt du? Ja, das ist schon sehr. Das hast du sehr gut erkannt. Ich dachte, ich erledige den mal. Au, au. Nimm dir Zeit, ich lade so lange nach. Oh shit. Scheiße, ja! Nein! Oh Mann! Warum machst du sowas? Hilfe! Ja, ganz entspannt. Oh ja! Ich blute! Oh. So, der beste Witz wäre jetzt. Nein, ich sag's noch, wenn ich sterbe. Wegen einem fucking Gegner, weil meine scheiß Waffe leer war, ey. Das ist unglaublich. Der Klassiker, zum Glück haben wir keinen höheren Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Meine Güte. Das ist jetzt aber auch nicht schwer, ne? Du bist einfach nur unnötigerweise in die Gegner nach vorne gerannt. Das stimmt. Und ich hatte unnötigerweise ein leeres Gewehr gehabt. Ja. Diesmal einfach ein Stück Deckung suchen. Macht sich immer ganz gut. Dann bin leer. Okay, ich geh mal jetzt nach. Okay. Wille geschehe. Okay, sie kommt. Wohin hatte sich da ja noch gebildet, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir nochmal genau. Ich muss da noch hingehen, genau. Sie kommen aus dem Loch da! Mach es zu! Mach es zu. Erdschleicher. Na, was ist? Okay, ich trau mich jetzt mal nach vorne, bleib. Geh ruhig mir nach vorne schauen. Stimmt, da ist noch einer. Oh ja! Mein Gott, was bin ich für ein schlechter Schütze. Ist das also Muni, falls du brauchst? Und hier ist noch einer? Ja. Muni sieht noch ganz gut aus, also darfst du gerne nehmen. Dann nehme ich die nächste. Okay. Ja, so eilig hatte ich es jetzt auch nicht, aber. Oh, ist ja auch bloß ein kleines Muni-Pack. Oh, hier ist eine große, nehme ich auch die. Seide vergönnt, aber immer noch keine Doc-Tags gefunden ist. Ich meine, haben die jetzt irgendwie angefangen, zum Ende hin, die jetzt wirklich so gut zu verstecken, dass man quasi irgendwelche Sachen zerlegen muss, um die zu finden oder so? Das wäre jetzt echt ein Joke gewesen, wenn ich dahinter jetzt eins gefunden hätte, hinter dem Sofa, was ich gerade zerlegt habe. Das Ding ist ja wirklich, wir hatten es ja vorhin, das ist ja auch diese ganze Endzeitstimmung, alles so grau und grau, also diese dunkelroten Graffitis, die übersieht man halt dann auch wirklich auch total schnell, ne? Ja, zum einen das, aber zum anderen sollte man meinen, dass man die Doc-Tags selbst eigentlich findet. Ach so, weil die so leuchten. Wieso? Warum stirbt er denn nicht? Weil die so blau leuchten. Ja, die sind übrigens überall Gegner. Es würde mich freuen, wenn du dich beteiligst. Ich hatte mir gerade die Handelbank hier angeguckt in diesem Raum. Ist okay, okay, machen das mal so ein paar Gewichte vielleicht mal zwischendrin heben. Ich bin ein bisschen unterfordert, aber. Guck mal. Kann ich auch wegsnipern, wenn du ihn rauslässt. Achso. Oh yeah. Die obere Etage ist frei. Bert, was macht der Panzer? Das Ding ist im Arsch. Die Kupplung ist hinüber. Ich muss das Schwungrad abnehmen. Hey, Bert. Reicht. Bring ihn nur zum Laufen. Sicher. Verstanden. Oh, jetzt kommt er von draußen. Wir müssen raus. Hast du das gespürt? Da muss noch ein Loch sein. Ich dachte, sie kämpfen draußen. Okay. Ich bin bescheuert hier. Okay. Ich hab grad Granaten wieder gefunden. Siehst du das? Ja, ich bin ich. Nicht schießen. Du hast nicht so irgendwo Doc-Tags gefunden oder sowas? Nö, ich hab aber geguckt. Also ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber habe ich da richtig gehört, dass wir gleich links. Ach, der lebt noch. Ich hab gar nicht Schmutti ausgewählt. Oh, fuck. Ich bin mal tot, bitte. Sonst ja eine Schmutti. Oh, shit, das wäre. Ich würde jetzt gerne in deine Richtung kriechen, aber es geht nicht und ich liege echt ungünstig. Nimm dir Zeit. Klingt so, als wenn du dir Zeit nehmen würdest. Ja, yeah, ich habe gerade wie so ein Kettensägen-Action, aber war da nicht noch ein zweiter gewesen? Weiß ich nicht. Nein, hier, komm, steh auf, mein Junge. Du hast was gut. Ich dachte, ich hätte die Schrotflinte. Oben wäre noch Muni. Das war mein Fehler. Brauchst du Muni? Nee, ich bin wirklich, also bis auf irgendwie ein paar Schuss bin ich voll. Achso, ich bin auch voll.
komplett voll. Wo ist denn dieses Loch, von dem Sie geredet haben? Wir haben hier gerade eine Tür aufgemacht bekommen. Komm her zu mir. Oh, Granaten da. Cool. Glaube ich? Oder hast du mich gerade beschossen? Nee. Nee, das hast du. Okay. Aus dem Weg! Nee, nee, ich hab nichts geschossen. Nee, nee. Aber ich hätte Granaten, sag ich einer. Nee, das sieht man selber in der Stadt. Aber da hätte ich ganz viel auf einem Fleck stehen. Ich glaube, hier in dem Haus triffst du auch nicht so wirklich. Das stimmt. Mach schon mal vor. Ja, sein, dass er einer Decke gegenfliegt oder so und dann die Gegner nicht erwischt. Auf der anderen Seite hat man ja diesen schönen Leuchtstrahl, der einem eigentlich ganz gut den Weg leitet. Ja. Gut, müsste frei sein. Hier geht's jetzt nach links, glaube ich, weiter. Ich guck mal ganz kurz vorne in den Raum rein. Ja. Hier ist nichts weiter, nicht mein Doc-Tag, gar nichts. Auf diesen roten Wänden würdest du aber jetzt ein rotes Spray wirklich gar nicht sehen, ne? Das ist das also stimmt, natürlich. Okay, dann sind wir jetzt in der Bücherei. Oh ja. Nachtigall, ich höre die Traps. Da ist ein Spray, links. Also irgendwo ist ein Doc-Tag. Ah. Du Fuchs, vielleicht unter dem Schreibtisch. Tatsächlich. Ach, echt? Ohne Witz jetzt. Ich hab da runtergeguckt, da war nix. Nee, ich hab den Schreibtisch zu sehen. Ja, aber ich hab unter den Schreibtisch geguckt, von der anderen Seite, da war nix zu sehen. Ach so, jetzt. Guck dir meine Aufnahme an, wirklich, ohne Scheiß. Ich hab den gesamten Bereich ja sehen können, da war nix unter. Also, okay, in Zukunft fange ich dann an, wirklich alles zu zerlegen, was ich an Sachen finde. Ja, merkst du was? Dann ist das jetzt wahrscheinlich echt alles immer da versteckt. Ist der Keller. Hier ist noch Honig, wenn du magst. Kannst du ruhig nehmen, ich hab mehr als genug. Ich bin wirklich voll, ich hab grad erst genommen. Bin auch komplett voll, ja. Achso, muss ich. Achso, okay. Für die A-Taste drücken. Ja, ich dachte, ich muss ganz oft hintereinander drücken. Hab mich gewundert, dass es so langsam geht. Ist aber tatsächlich sehr langsam, ne? Aber ich muss halt auf den Moment warten. Es geht nicht schneller. Es ist halt einfach schwer. Das kennst du nicht. Du hast ja, nee, die leichten Dinger gehabt und. Ist klar. Sieht jetzt ein bisschen aus wie in einem Trailer zu Gears of War 4. Sägen? Doch, das ist nicht. Ach, man kann zu schießen, also sowas Dämliches. Hier sind übrigens noch ein paar Frag-Granaten, wenn du möchtest. Okay, danke. Offensichtlich ist eine Kettensäge bei Holz nicht die beste Wahl. Hast du dich übrigens schon mal gefragt, wer die ganzen Kerzen hier angezündet hat? Das waren die Gegner, die stehen halt auf Romanweg. Oh, tatsächlich. Ja. Wieso kann ich mich an diese Wand nicht decken? Ich kann's. Kann nur springen. Das stimmt, die rechte geht aber nicht, die linke ging aber. Hab sie! So, wir treten die Tür einfach ein, das haben die beiden nicht hingekriegt, ne? Ich dachte, das sind unsere Jungs, deswegen habe ich nicht auf die geschossen, ich habe die schon viel früher bemerkt. Hab dem auch gedacht. Ich dachte, Cole und Bert machen sich einen romantischen Abend. Hey, alles sauber hier draußen! Verdammt! Halt die Klappe, Cole. Oh, sorry, Baby. So, ich geh da mal rechts lang. Ich bin links lang. Es bebt weiter. Wir können nichts dagegen tun, los, weiter. Links ist nix. Hallo? Jemand da? Hallo? Ich zerlege jetzt wirklich alles an der Einrichtung, was ich zerlegen kann, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Boah, was soll da so Spannendes drin sein, ne? Doc-Tags. Stimmt natürlich. Ja, Säge ruhig mal weiter, genau. Warum passiert jetzt hier nichts? Irgendwas haben wir übersehen, oder? Hier. Ich kann hier was... Ah. Ein wackeliges Weinregal. Geheimgang. Ich hab da so eine Patentlösung. Ach, schade. Ich wollte meine Schrote hier einsetzen. Ich glaube, wir sind da. Das ist ja schon echt gut versteckt. Panzer ist fertig. Wir kommen rein. Verstanden. Hä? Was ist denn das für ein Sinn? Ich stand direkt neben dir und auf einmal werde ich nach da oben ans Gelände gespawnt. Das ist tatsächlich sehr seltsam. Die dachten mal lieber weit weg, dann kriegt ihr da keinen Schaden an. Locust hören nur aus einem Grund auf zu graben. Muni bereithalten. Check doch. Ich deck den rechten Gang und wir müssen beide ein bisschen auf den mittleren gemeinsam gucken. Okay. Denk dran, aus deine Granaten einzusetzen, die werden wir schon gebrauchen können. Ja, ich würde mal den mittleren Gang abdecken hier. Das hab ich gut. Yeah!
Hier links kommt bei mir jetzt einer. Oh shit, da kommen sie! Halt sie von Jack fern! Ja, vielleicht mal nur eine Granate werfen, wenn man auch Gegner sieht, ne? Das ist ja sonst Verschwendung. Das ist besser. Also aber sie trauen sich nicht. Oh, jetzt. Ich werf mal in die Mitte eine, Moment. Ja, einer kommt rechts lang auf jeden Fall. Vorsicht. Gut gemacht. Ja. Ganz rechts kommt bisher noch keiner. Scheiße, ja! Die kommen über den Mitteweg und gehen dann nach rechts oder links oder halt über die Mitte. Also man sieht es eigentlich schon, wenn du mal auf die Mitte achtest. Ja, ja, auf die Mitte gucke ich die ganze Zeit, deswegen rechts. Habe ich zwar auch einen Blick, aber das ist nicht viel. Die sollen ruhig kommen. Markus, sie ist offen. Na gut. Das war echt entspannt, ja. Ja. Danke, Claptrap. Ja, wenn denn ist Claptrap von ihm hier inspiriert. Das stimmt wiederum. Wäre schon geil, kann sich unsichtbar machen. Das ist schon ein geiler Roboter. Ein geiler Bock, ja. Jack, klink dich ein und versuch was rauszufinden. Ah, wie R2D2, ne? Okay, Anja. Lass es schmecken. Gleich habe ich die Daten. Stand by. Was ist das hier? Das sind Locust-Tunnel. Das ist doch nicht möglich. Das können doch nicht so viele sein. Es ist eine Bienenwabe. Der ganze Planet ist davon durchzogen. Sie sind überall. Ich nehme an, wir haben jetzt genug Daten gesammelt? Mehr als genug. Dann nichts wie raus hier. Anja, lad die Daten herunter. Geht nicht. Die Dateien sind einfach zu groß. Dann nehmen wir sie mit. Jack, lad die Daten herunter. Okay, aber das kann etwas dauern. Leute, da oben ist immer noch Krieg. Sofort hochkommen, verstanden? Wo seid ihr? Vor dem Haus. Erster Stock, schnell. Schon unterwegs. Zehner, das wird gleich in den Panzer steigen werden. Ja, hoffentlich hat Jack ein paar extra SD-Karten dabei. Ja, das wäre nicht verkehrt. Aber ich meine, ganz ehrlich, bereits in unserer Welt kann man schon in so eine Mini-SD-Karte 64 oder 128 GB packen. Das heißt, dass in der Zukunft wahrscheinlich noch kleinere. Wir sind im ersten Stock, brauchen Verstärkung! Ja, ich glaube, du unterschätzt die Daten. Der Tunnel, das ist ja durch den kompletten Planeten ziehen und so weiter. Ich hab dich gar nicht gehört, musst du jetzt mal sagen. Was unterschätze ich? Du bist gestorben, ne? Ja. Du unterschätzt natürlich diese unglaublichen Datenmengen des Tunnelsystems unter diesem Planeten. Vermutlich, ja, ja, schon, aber ich meine nur, da wird auf der Größe von so einem Micro-SD-Dings würden wahrscheinlich locker inzwischen bei deren Zeitrechnung jetzt so 10 Terabyte passen, wenn nicht mehr. Ich denke mal, dass sie durchaus genug Speichervolumen hat, denke ich mir. Sowas haben wir schon wissenschaftlich sehr gut ergründet, finde ich. Das hast du jetzt echt, ja, ja doch. Also, die Locust sind im Hof. Redet jemand von etwas, von dem er zum Teil was versteht. Danke. Sofort hochkommen, verstanden? Ich interpretiere das mal als Kommentar. Ich hab da irgendwie jemanden grunzen hören. So, hinter dir. Mann, ich wurde gerade wieder versetzt. Das ist so Löcher in der Wand. Vier Löcher in jeder Ecke. Also ein Loch in jeder Ecke. Und deswegen, ich bleib jetzt mal hier. Dann erwische ich. Ah, shit, doch nicht. Ja, ich hab die Rechnung gegen mich auf. Ich würde sagen, wir verkriechen uns nicht hier, sondern hier im Gang. Genau, da bin ich ja deswegen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber ich wurde angegriffen und. Scheiße, ja! Scheiße, ja! Wenn du jetzt irgendwas sagst, kommt meine Bestätigung in Form von. Scheiße, ja! Hinter uns, glaube ich, auch, oder? Auf dem Weg! Guck mal ganz kurz, ob wir die Tür schon aufmachen können. Okay. Nein, wir nicht. Ich habe hier so einen freundlichen Typen kennengelernt. Der sich geopfert. Hab sie! Verdammt! Tschüpp-tschüpp-tschüpp! Vor dem Haus, erster Stock! Wo seid ihr denn? Wend doch bitte in meine Kettensäge! Das ist aber nur das Beste, ne? Für deine geliebten Aliens. Ja, ne, es geht mir mehr um die Kettensäge, um die Pflege meiner Kettensäge. Die braucht einfach ein bisschen Schmiermittel und so ein schönes Locustblut, das ist einfach schmiert einem einfach immer doch noch am besten. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das ist wohl wahr. Oh, es brennt, die Hütte brennt. Immer noch Doc-Tags, ich hoffe, ich kann es in meine Entscheidung nehmen.
hier in oben, ich oder? Ich glaube, der erste Stock müssen sein, ne? Oben, genau. Erster Stock und dann schießen wir, glaube ich, jetzt nämlich in den Innenhof. Hier oben wäre noch Muni. Echt? Die sind für mich! Ich hab schon mal gehört. Sieh mal, wer da kommt. Die Lokos sind draußen. Ja! Woo! Komm schon, Baby! Cole und ich passen auf den Panzer auf. Ihr wartet auf Jack. Lasst sie nicht ins Haus. Nur über den Speicher. Warum? Ah. Das ist nicht das Stückchen Holz, was ich hier vor der Nase habe, ist meine Deckung. Du sollst dich ins Haus lassen, das hast du mitbekommen, oder? Ja. Yeah. Uma! Ich werfe eine Granate, also die Idee hättest du auch, okay. Ja, ich warte nur, bis er irgendwo mal stehen bleibt. Alter, oh fuck, ja, der nee, will. Der läuft shit, der will das die Tür aufhauen. Geh mal nach rechts, geh mal nach ganz rechts, da kannst du von der Seite angreifen. Hast du es unten im Griff, dann versuche ich dir oben ein bisschen das Gesindel wegzuhalten. Da oben kommt was? Ja, unten ist gerade überhaupt nichts los, die Party am ist. Am Haupteingang, da müsste ja eigentlich ein Boomer gewesen sein, ne? Mach, was du für richtig hältst und ich soll oben jetzt hier unser Stockwerk sichern und du machst es unten, oder was? Ach, du bist neben mir! Du weißt schon, dass ja? Da gerade ein Boomer durch die Haustür reingelaufen ist, ne? Ich dachte, du bist runtergegangen, schützt den Haupteingang. Nee, okay, dann mach ich das mal so und du bleibst hier oben, okay? Wir haben leichte Kommunikationsschwierigkeiten, ja, offensichtlich. Das ist in einem Weltuntergangspeak echt keine gute Idee. Oh, Boomer. Also den Boomer, der ist auf jeden Fall. Ja, der ist. Nee, das ist nicht der Boomer. Mann, das ist also draußen, Alter. Draußen ist noch einer, der kommt hier gerade. So, okay, ich suche mir mal den Boomer und dann brate ich mir mal ein Steak. Oh, ich hab ihn gefunden. Ja, Kumpel. Freut er sich nicht aus dir ein Steak, ne? Das wird er nicht. Okay, vielleicht doch. So, der nächste kommt durch die Haustür. Mach doch mal eine scheiß Bewegung, Alter. Guck, der einfach auf der Stelle sitzt. Das ist nicht zu bewegen. Oh, so, der Boomer ist erledigt. Da kommt einer die Treppe hoch, ne? Der hat jetzt erstmal auf die Stelle gekuschelt, weil er irgendwie die Farbe da auf dem Boden vom Teppich so schön fand. Das konnte ich nicht bewegen, Alter. So interpretierst du das? Ja, so interpretiere ich das. Sorry, tut mir leid, ich werde mich nicht aufregen. Aber das war echt, der Typ steht vor mir, hat mich gerade schon fast totgeschossen und in dem Moment, wo ich mich bewegen kann, hockt er sich nochmal hin und guckt sich entspannt den Boden an, anstatt einfach mal manchmal seltsam. Da unten scheinen noch ein paar Vereinste zu sein, also ein bisschen vorsichtig, aber ich kümmere mich drum. Den schleife ich weg, den einen. Ah, ne, doch nicht, kümmere du dich drum. Du schnell für einen alten Mann. Gut, wenn wir das Ganze gesäubert haben, sollten wir vielleicht mal einen Cut machen, bevor wir aus der Hintertür des Hauses rausgehen. Du bist gut, dass du da ein Auge immer drauf hast. Ich vergesse das jedes Mal. Ja, nicht schlimm. So, also wie gesagt, wie der McGrath gerade angekündigt hat, gibt es jetzt hier den besagten Cut. Und ob wir jetzt gleich Panzer fahren dürfen oder nicht, das erfahrt ihr leider erst mal wieder. Ja, aber ihr werdet das verkraften. Ja. Gut, alles klar. Bis Sikorski. Ciao. Ciao.